Autoformat Vorlagen in LibreOffice Calc. Dieses Video zeigt, wie in LibreOffice Calc Autoformatvorlagen angewendet und neu erstellt werden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Calc. Autoformatvorlagen anwenden. Tabellen sollen oftmals repräsentativ aussehen. Dies jedes Mal manuell durchzuführen, insbesondere wenn man häufig Tabellen erstellen muss, ist sehr zeitaufwendig. Um diese Arbeit zu vereinfachen, können wir die Funktion Autoformatvorlagen verwenden, um damit gewünschte Formate auf eine Tabelle bzw. auf einen ausgewählten Zellbereich automatisch anzuwenden. Wir wählen die Zellen einschließlich der benötigten Spalten und Zeilenüberschriften aus, die automatisch formatiert werden sollen. Anschließend wählen wir Format Autoformatvorlagen aus. In der Dialogbox Autoformat können wir auswählen, welche Formatierungen, Zahlen, Schrift, Ausrichtung, Umrandung, Muster und/oder breite Höhe automatisch anpassen, wir in das Autoformat einbeziehen möchten. Wir wählen das gewünschte Format aus und klicken auf OK. Eine Autoformatvorlage neu definieren. Wenn uns keines der vorgegebenen Formate gefällt, können wir auch selber ein Format anlegen. Dazu formatieren wir auf dem Tabellenblatt einen Bereich von mindestens 4x4 Zellen, bzw. größer, so groß, wie eben die Tabelle später werden soll, einschließlich der Überschriften für Zeilen und Spalten und die Darstellung von Summen. Wir legen für unsere Vorlage alle Details fest. Dies betrifft die Schriftart und Größe, die Ausrichtung, Umrandung und die Farben. Wenn die Tabelle fertiggestellt ist, markieren wir den gesamten Tabellenbereich. Nun wählen wir Format Autoformat Vorlagen. In der Dialogbox Autoformat klicken wir auf Hinzufügen. In der sich öffnenden Dialogbox Autoformat Hinzufügen geben wir einen Namen, zum Beispiel Format 01, für unser neues Format ein und klicken auf OK. Das neu angelegte Format, Format 01, wird nun in der Dialogbox Autoformat links mit dem Namen angezeigt. Wir können nun das Format, Format 01, verwenden. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter